Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. Gestern war in der Cottbuser Innenstadt anlässlich des Frauentages jede Menge los. Auch wir waren am Stadtbrunnen mit vor Ort und haben uns die Kundgebungen im Rahmen der Frauenwoche mit angehört. Gehen oder bleiben? Diese Frage wurde gestern Abend in der Cottbuser Innenstadt gestellt. Am Stadtbrunnen versammelten sich Parteien, Gewerkschaften, Institutionen, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger. Anlass für die Kundgebung war der Internationale Frauentag. Und Frauen sollten an dem Tag, ich sag mal, auf sich aufmerksam machen, sollten auf die Straße gehen, sollten Forderungen erheben und sollten, ich sag mal, ja, einfach das sagen, was ihnen in dieser Gesellschaft manchmal auch ganz schön stinkt. Hauptthema war gestern die Rolle von Frauen im Lausitzer Strukturwandel. Zwar sei die Situation in sozialen und kulturellen Bereichen besser geworden, in der Politik und Wirtschaft sind Frauen aber immer noch deutlich unterrepräsentiert. Gremien, die über zukunftsweisende Fragen für die Lausitz diskutieren, sind dominiert von Männern. Das müsse sich ändern. Aber wir müssen darauf achten, dass Frauen zum Beispiel dann, wenn es um Cottbuser Ostsee geht, nicht nur, ich sag mal, da irgendwo im Tourismus irgendwo landen. Ne? Also da müssen wir einfach gucken und da müssen Frauen rein in die Gremien, da müssen Frauen, ich sag mal, Forderungen überhaupt erheben. Und das ist aber den meisten Frauen irgendwo, ich sag mal, nicht so sehr bewusst. Ne? Sondern wir registrieren immer nur, Frauen gucken und sagen, ja, wenn ich hier keine Arbeit kriege, dann bin ich mal weg. Na, und viele Frauen sind schon weggegangen und wir müssen sie jetzt wieder eigentlich hierher locken und wir müssen gucken, dass auch die, die noch irgendwo hier eine gute Ausbildung gemacht haben, zum Beispiel an der BDU, dass die hier Verbleibschancen haben, dass die hier sein können und dazu brauchen sie ihre Rahmenbedingungen. Dazu zählen unter anderem gleiche Bezahlung und eine familienfreundlichere Politik, Themen, für die sich die gestern Anwesenden weiter einsetzen wollen. Ja, also der Frauentag ist immer noch Anlass daran zu erinnern, dass wir leider noch de facto keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen haben. Da ist noch einiges zu tun und auf diese Missstände hinzuweisen ist auch Aufgabe von Frauen am Frauentag und deswegen sind wir auch heute hier. Also für mich bedeutet der Frauentag vor allen Dingen keine Blumen schenken, sondern wir haben echt so viele Dinge noch zu tun. Also wir hatten gestern gerade den Equal Pay Day, also diese ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Na, der Frauentag ist der wichtigste Tag für uns Frauen. Wir müssen ja kampfbereit sein und unsere Rechte auch in Anspruch nehmen. Die Kundgebung war Teil der Brandenburgischen Frauenwoche. Der Name täuscht in diesem Jahr. Bis in den November sind immer wieder Veranstaltungen geplant. Das soll auch dazu beitragen, das Thema Gleichberechtigung immer wieder in die Öffentlichkeit zurückzuholen. Mitte der Woche steigt bei den Corona-Zahlen die 7-Tage-Inzidenz wie gewohnt an. Aktuell liegt die bei 1905. Damit haben sich 322 Menschen neu infiziert. Auch in Cottbus ist es jetzt für alle möglich, sich mit dem Totimpfstoff von Novavax immunisieren zu lassen. Eine Bescheinigung vom Arbeitgeber ist nicht mehr notwendig. Jedoch wird eine Terminbuchung empfohlen. Geimpft wird jetzt in der überregionalen Impfstelle im Obergeschoss der Messehalle. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Stadtring. Geparkt werden kann nur am Sandower Dreieck. Eine andere Zufahrt ist aufgrund der Notunterkunft für Geflüchtete derzeit nicht möglich. Zu den neu angekommenen Geflüchteten in Cottbus informierte heute die Stadt. Wie viele Geflüchtete kommen aktuell an? Derzeit ist es so, dass wir täglich einen Zug erwarten, alle zwei Tage zwei Züge. Die Frequenz soll nächste Woche nochmal erhöht werden. Also dass wir dann jeden Tag zwei Züge haben, einen Früh- und einen Abendzug. Der Abendzug, der kommt direkt aus Wrocław, das ist der Kulturzug. Der fährt noch weiter nach Berlin. Da wird aber sehr intensiv auch aufgeklärt, die Menschen, was passiert, wenn sie in Cottbus ankommen. Ihnen wird auch die Möglichkeit gegeben, zumindest eine Nacht in der Messehalle zu schlafen und am nächsten Tag weiterzufahren, wenn sie sehr erschöpft sind. Dieses Angebot nehmen sehr viele Menschen an. Noch ist es tatsächlich so, dass die meisten Menschen, die mit dem Zug kommen, auch weiter wollen. Das funktioniert ziemlich reibungslos hier. Wir haben sozusagen die großen Strecken auch vorbereitet. Die Menschen kommen hier an, sie können was essen und was trinken, auf Toilette gehen, sich ärztlich untersuchen lassen, Fragen loswerden, aber dann auch tatsächlich direkt weiterfahren, wenn sie möchten. Alle Menschen, die hier bleiben wollen, kommen zunächst erstmal in die Messehalle und wir versuchen so schnell wie möglich, sie dann in städtischen Wohnraum unterzubringen. Wir haben
knapp 200 Menschen in privaten Unterkünften, das können auch mehr sein, knapp 200 haben sich bei uns bisher zurückgemeldet beim Sozialamt, dass sie Personen aufgenommen haben. Auch hier sind wir dabei, sukzessive den Menschen städtischen Wohnraum anzubieten. Was hat es mit der Aktion der Johanniter auf sich? Wir begrüßen sehr die Aktion der Johanniter des Regionalverbandes Südbrandenburg. Die Mitteilung ist, glaube ich, jetzt auch zur Stunde rumgegangen, die gemeinsam mit der Berliner Charité und einem Krankenhaus, ich muss den Namen suchen, Unicorn in Krakau, krebskranke Kinder abholt. Welche Angebote gibt es am bunten Bahnhof aktuell? Wir haben hier im bunten Bahnhof jeden Tag, von Montag bis Freitag, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr Sozialberatung, mehrsprachig. Also wir haben ukrainische und russische Sprachmittler da oder Sozialarbeiterinnen, die eine dieser Sprachen sprechen können. Da beraten wir zu all den Dingen, die notwendig sind, die Menschen wissen wollen. Also dass es weiterfahrt, aber auch wie geht es weiter, was... Und versuchen, die Menschen auch aufzufangen. Aber wir beraten hier auch die Personen, die Menschen in Privatunterkünften aufgenommen haben. Wie werden Geflüchtete mit Corona untergebracht? Wir haben tatsächlich auch Wohnungen noch mal extra für, wenn Menschen, besonders vulnerable Menschen ankommen oder Menschen Covid-19 positiv sind, dass wir da Quarantänewohnungen anbieten. Also das läuft auch parallel zu der Unterbringung in der Messe. Wir versuchen also die Unterkunft in der Messe auf 2, maximal 3 Tage zu beschränken, weil das ist tatsächlich auch nur eine Notunterkunft. Müssen sich Geflüchtete registrieren lassen? Ist nicht notwendig für den ganz großen Teil der Menschen, die jetzt kommen, nämlich für die Ukrainerinnen und für die Menschen, die als Drittstaatler in der Ukraine gelebt haben und da einen legalen Aufenthalt hatten in der Ukraine. Die sind den Ukrainerinnen gleichgestellt. Also die Menschen müssen sich zunächst nicht registrieren lassen. Sie sind 90 Tage visafrei hier in Deutschland. Aber wenn sie Sozialleistungen haben wollen, müssen sie sich im Sozialamt anmelden. Wir sind derzeit dabei, also die Ausländerbehörde hier, die örtliche Ausländerbehörde hier, die Registrierung, die dann nach 90 Tagen notwendig ist, vorzubereiten. Und das werden wir dann mit den Menschen, die hier geblieben sind, auch tun. Es muss keiner in die zentrale Ausländerbehörde gehen. Das ist nochmal wichtig für diesen Personenkreis. Der Personenkreis der Menschen, die keinen legalen Aufenthalt in der Ukraine hatten, die müssen ganz zwangsläufig in die ZABH und müssen dort registriert und aufgenommen werden. In der Regel läuft das so, wenn Menschen sich im Zug befinden, die das betrifft, das kontrolliert ja die Bundespolizei, wenn die Personen ankommen, die werden direkt in die zentrale Aufnahmeeinrichtung gebracht. Wo können sich die Bürger informieren? Wenn Sie Fragen haben oder wenn Bürgerinnen Fragen haben, können Sie in der Zeit von Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr unsere Hotline anrufen. Das ist dieselbe Nummer, die wir damals 2015 geschaltet haben, die 612-4000 oder an die E-Mail-Adresse vielfalt@cottbus.de schreiben. Also da bekommen Sie Antworten. Und ansonsten haben wir eigentlich versucht, jetzt viele Dinge zu zentralisieren an Fragen, die immer wieder kommen. Ab morgen wird es so auch nochmal so eine Frage-Antwort-Geschichte auf der Homepage geben, die immer wieder gefragt werden. Da würden wir dann auch drauf verweisen. Wie eben schon gehört, brach in den frühen Morgenstunden eine Delegation der Südbrandenburger Johanniter in Richtung Polen auf. Über das Twitter-Profil des Regionalverbandes kann der Einsatz mitverfolgt werden. Unter den Helfenden befinden sich medizinische Fachkräfte und eine Sprachmittlerin. Ziel der Aktion ist es, schwerkranke ukrainische Kinder und ihre Familien aus der Nähe der polnischen Stadt Krakau zur Weiterbehandlung nach Deutschland zu bringen. Die Kinder sollen zwischen 3 und 16 Jahren alt sein. Um die Belastung der langen Reise so gering wie möglich zu halten, werden die Familien zunächst in der dafür eingerichteten Messehalle untergebracht. Anschließend sollen sie zur Weiterbehandlung in verschiedene Kliniken transportiert werden. Deutschlandweit finden sich zahlreiche Menschen zusammen, um gemeinsam für den Frieden zu demonstrieren. Damit bekennen sie sich klar zur Solidarität mit der Ukraine. Auch in Cottbus werden schon seit Beginn des Krieges Kundgebungen am Altmarkt organisiert. Die nächste soll schon am kommenden Sonntag stattfinden. Wir haben heute mit den Organisatoren gesprochen.
Seit der Krieg in der Ukraine tobt, rollt eine Welle der Solidarität durch Cottbus. Hilfstransporte werden organisiert, Kleider, Medikamente und Lebensmittel gesammelt. Geflüchtete kommen bei Privatpersonen unter. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Auch gab es in den vergangenen Tagen die ersten Friedenskundgebungen in der Stadt. Diesen Sonntag wird es wieder eine Demo auf dem Altmarkt geben. Zum Organisationsteam gehört Irina Solonenko. Die gebürtige Ukrainerin wohnt in Cottbus. Sie ist geschockt über den Angriff Russlands auf ihr Heimatland. Mit der Demonstration möchte sie ein Zeichen setzen. Meine Familie lebt in der Ukraine, also meine Eltern und Schwester mit Kindern. Und die sind immer noch dort. Sie haben jetzt geschafft, Kiew zu verlassen, aber sie bleiben in Westukraine. Und ich fand, das ist wichtig, dass überall in Deutschland, in allen Städten, so ein Ort gibt, wo Menschen aus Deutschland ihre Solidarität mit der Ukraine ausdrücken können und die Ukrainer, die dann von Ort dort sind, erleben, diesen Dialog mit Deutschen haben. Unterstützung bekommt Irina von Marco Bedrich. Er ist Regionalgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes Südbrandenburg. Gemeinsam mit den Gewerkschaften, den Parteien, der hiesigen ukrainischen Community, aber auch der Zivilgesellschaft will der DGB die Menschen mobilisieren. Für uns ist es halt einfach total wichtig, auf die Straße zu gehen und dieses für uns ja unvorstellbare Leid, das gerade in der Ukraine auch passiert, dem auch eine Bühne zu geben. Und wir finden es einfach wichtig, so eine Art, ich sag mal, Mantel zu bilden, unter dem sich alle versammeln können, alle demokratischen Kräfte in der Stadt, die eben auf die Straße gehen wollen, auch an einem Tag zu versammeln und wollen es eben am Sonntag probieren, dass wir ganz, ganz viele Menschen, die alle solidarisch gegenüber der Ukraine sind und diesen Krieg verurteilen und Putin verurteilen, dass sie die Möglichkeit haben, sich unter dem Mantel der Gewerkschaften auch und des Deutschen Gewerkschaftsbunds zu versammeln und gemeinsam auf die Straße zu gehen an dem Tag. Marco und Irina hoffen am Sonntag auf eine rege Teilnahme der Cottbusserinnen und Cottbusser. Transparente, Schilder und Fahnen sind gerne wieder gesehen. Ich sehe, dass die Menschen kommen, viele deutsche Menschen kommen, die Menschen, die hier leben. Und man kann sehen, man kann spüren, dass sie Empathie haben, dass sie Mitgefühl haben und dass sie diese Solidarität zeigen wollen. Und das ist schon sehr wichtig. Außerdem, ich denke, das ist wichtig, dass von lokaler Ebene Druck auf Bundestag, auf deutsche Regierung ausgeübt wird, dass Sanktionen noch verschärft werden, dass man denkt, wie man von russischen Fossilstoffen unabhängig wird, dass man irgendwie versucht, ukrainische Luft, Himmel zu schützen von russischen Raketen und Bomben. Ja. Wer sich wie Irina solidarisch mit der Ukraine zeigen möchte, kommt am besten selber vorbei. Sonntag, 15 Uhr, Friedensdemo auf dem Cottbusser Altmarkt. Nach den vielen ernsten Themen kommen wir jetzt zu erfreulichen Nachrichten. Unter dem Motto 123 Lesestart beteiligt sich die Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus auch in diesem Jahr an der Neuauflage des Programms zur Leseförderung. Dabei stehen schon Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren im Mittelpunkt. Seit gestern kann man das kostenfreie Lesestartset in der Bibliothek abholen. In der Stofftasche steckt neben informativen Broschüren auch ein altersgerechtes Bilderbuch. Mehr Informationen dazu gibt es unter lesestart.de. Nicht nur Kinder lieben es, vorgelesen zu bekommen. Wenn auch ihr gern spannenden Geschichten lauscht, dann geht doch am Freitagabend zur Buchvorstellung von Maxi Hill. Die Cottbusser Autorin stellt um 19 Uhr im Kolkwitz Center ihre neuesten Bücher vor. Darin beschäftigt sich die Schriftstellerin vorrangig mit realen Schicksalen und Ereignissen. Tickets gibt es für 5 Euro in der Gemeindebibliothek oder unter 0355 28416. Das waren die Themen für heute. Morgen berichten wir über einige spannende Neuigkeiten rund um das Kaltim-Klinikum. Also schaltet morgen Abend wieder ein. Für heute verabschiede ich mich. Tschüss und bis bald. Unsere Expertenangebote für unsere Nachbarn. Wie das Galaxy Tab A8 von Samsung für nur 199 Euro. Der Kärcher Hartbodenreiniger FC7 für nur 379 Euro. Und das Garmin Navigationsgerät für nur 89 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen. Die Schule ist fast geschafft, aber was kommt danach?
Sie möchten Ihr Kind unterstützen, um den richtigen Beruf oder das richtige Studium zu finden? Dann nutzen Sie das umfassende Beratungsangebot Elterncafé am 22. und 23. März von 17 bis 19 Uhr. Als Partner mit dabei sind die IHK, die HWK, die BTU Cottbus-Senftenberg, Netzwerk Zukunft und die Agentur für Arbeit Cottbus. Chatten Sie mit uns ganz bequem von zu Hause aus. So erleichtern Sie Ihrem Kind den Start in eine tolle Zukunft. Tauchen Sie ein in eine andere Welt und genießen Sie den Spreewald mit allen Sinnen. Ein Besuch in der Spreewaldtherme heißt, das Baden neu zu entdecken. Bade- und Wellnessangebote sind authentisch und unverwechselbar mit dem Spreewald verbunden. Eine behagliche Stimmung, modernes Ambiente, Ruhe und Wärme versprechen ein einzigartiges Saunaerlebnis. Regenerieren und entspannen. In der Spreewaldtherme können Sie sich optimal erholen. Sparen Sie Sonntag bis Donnerstag mit dem 2+1 Abendtarif. Dann heißt es ab 18 Uhr 3 Stunden entspannen und baden, aber nur 2 bezahlen. Aus Cottbus können Sie übrigens ganz entspannt mit dem Bus anreisen. Mit dem Wellness-Ticket erhalten Sie bei Cottbusverkehr die Fahrkarte für die Busfahrt sowie den Thermeneintritt zum Sparpreis. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. Chance auf attraktive Rabatte beim Personalsonderverkauf im Möbelzentrum Großräschen. Mit den exklusiven Personalkaufausweisen bekommen Sie bis zu 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen und sogar bis zu 50% auf frei geplante Küchen. Dazu gibt es diesmal sogar noch 3% Personalkauf-Extra-Rabatt. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Sichern Sie sich Ihre einmaligen Personalkaufpreisvorteile bis zum 26. März. Wir haben die Riesenauswahl für Ihre Wohnträume in der Lausitz.